Ich habe vor ein paar Tagen ein Video hochgeladen, das heißt, warum ich nicht arbeite, beziehungsweise warum ich nicht arbeiten kann. Und habe da über in erster Linie autismus-spezifische, teilweise auch ADHS-spezifische Schwierigkeiten geredet, die ich habe und die zum Teil auch sehr weit verbreitet sind. Aber ich habe nur über mich geredet und das auch mehrfach betont. Und mir war klar, dass ich da wahrscheinlich ein paar merkwürdige Kommentare kriegen würde, weil ich das auch schon teilweise kenne von meiner Aktivität auf Twitter, wo ich mittlerweile aber auch nicht mehr aktiv bin. Aber nicht deswegen, ich bin auf Blue Sky aktiv. Und was ich immer besonders schwierig finde, ist, wenn also wenn schwierige Aussagen von Menschen kommen, die selber betroffen sind und so ein bisschen diese Mentalität haben. Für mich war es anstrengend, ich habe hart gekämpft und das ist immer noch schwierig und alle anderen müssen das jetzt auch so machen oder müssten das vielleicht auch sogar können. Und das finde ich sehr, sehr, sehr problematisch. Zumal es von einer Person kam, die selber nicht autistisch ist, also einen wahrscheinlich großen Teil meiner Schwierigkeiten nicht hat oder anders hat, und selbst wenn wir ähnliche Schwierigkeiten haben, heißt das nicht, dass es uns genauso einschränkt, dass es uns in demselben Maße quasi behindert. Und ja, wir sind alle unterschiedlich, selbst wenn wir die gleichen Diagnosen haben, selbst wenn alle unsere Diagnosen gleich sind, heißt das nicht, dass wir wirklich genau vergleichbar sind. Allein im autistischen Spektrum ist die Ja, es ist so unterschiedlich, was für Support Needs eine Person hat und wo die Grenzen einer Person sind, was die Bedürfnisse einer Person sind. Manches lässt sich relativ einfach im Alltag irgendwie eingliedern, gewisse Unterstützung, gewisse Hilfestellungen. Manches ist sehr schwer und manches geht vielleicht auch erstmal gar nicht oder zumindest nicht in absehbarer Zeit. Ein großer Teil der Menschen im autistischen Spektrum ist nicht erwerbstätig und die Gründe sind sehr unterschiedlich dafür. Und ja, ich finde es schwierig, wenn ich mir anhören muss, dass es quasi mein großes Ziel sein sollte, zurück in die Arbeitswelt zu kehren, wenn ich auch gerade darüber gesprochen habe, was meine ganzen Probleme sind und eigentlich auch vielleicht hätte ein bisschen absehbar sein können, dass es nicht so easy ist, mal eben all diese Probleme in Angriff zu nehmen. Und ja, dass mir quasi unterstellt wird, ich würde nicht lösungsorientiert denken. Und gerade in unserer heutigen Zeit, oder eigentlich nicht nur heutigen Zeit generell, es gibt so wenig Unterstützungsmöglichkeiten für erwachsene autistische Menschen, gerade auch spätdiagnostizierte Menschen, die da erstmal komplett, ja, überhaupt erstmal gucken müssen, was brauche ich überhaupt? Was gibt es überhaupt und wie lange muss ich darauf warten, falls ich überhaupt irgendwie das bekomme? Es ist nicht so, als könnte ich mal eben direkt easy eine Therapie anfangen und alle Probleme werden gefixt. Das Einzige, was gefixt werden kann, ist mein Umgang mit verschiedenen Dingen, dass ich gewisse, ja, Strategien bekomme, wie manche Sachen sich vielleicht abfedern lassen oder wie bei ArbeitgeberInnen vielleicht ein bisschen umgedacht werden kann und Accommodations geschafft werden können, aber Autismus wird nicht weggehen. Und einige der Schwierigkeiten werden auch immer bleiben und es ist eine Behinderung und ich finde es sehr anmaßend, wenn mir unterstellt wird, ich würde mich quasi auf Diagnosen ausruhen, wo ich sogar im Video darüber spreche, dass selbst mein Alltag ohne Erwerbsarbeit ist nicht leicht. Und ich struggle auch so schon. Und ich möchte erstmal gucken, dass ich dieser Struggle in den Griff bekomme, bevor ich überhaupt über sowas wie Erwerbsarbeit nachdenken kann. Und ja, das finde ich sehr krass, solche Sachen von einer Person zu hören, die mich überhaupt nicht kennt. Wirklich gar nicht kennt. Und nicht das Recht und die Möglichkeit hat, mich zu beurteilen. Das wollte ich einmal sagen. Aber es geht mir auch gar nicht nur um mich. Also es geht mir eigentlich überhaupt gar nicht um mich, es geht mir eher darum, um all die Menschen, die betroffen sind. Denn das ist auch ein Grund, warum ich dieses Video gemacht habe. Jetzt klingelt mein Wecker. Sekunde. Ihr könnt währenddessen mein Platon-Bild da oben beachten.
Okay, wieder ernst. All die Menschen, die betroffen sind und sowas zu hören bekommen oder sowas lesen, man sollte, bevor man so einen Kommentar schreibt, darüber nachdenken, was das mit den Menschen macht. Was mit all den Menschen macht, die nicht arbeiten können, die Erwerbsminderungsrente kriegen, Arbeitslosengeld kriegen oder vielleicht auch gar nichts kriegen und täglich strugglen, vielleicht auch auf Unterstützung warten, vielleicht auch Unterstützung haben, aber trotzdem nicht arbeiten können. Das ist sehr häufig so. Und ich frage mich, wo ist die Grenze? Sollten alle diese Menschen ihr Leben lang versuchen, wieder in Erwerbsarbeit zu kommen? Sollte das immer das oberste Ziel sein? Ist irgendwann ein Punkt erreicht, wo die Menschen quasi auch sagen können, okay, es geht nicht? Und wo ist dieser Punkt? Und ja, wie eingeschränkt darf ich quasi, muss ich sein, damit ich nicht arbeiten muss? Ja, ich weiß nicht, ob du, liebe Person, die diesen Kommentar geschrieben hat, ob du das wirklich beantworten kannst oder das Recht hast, das irgendwie zu entscheiden. Ich glaube nämlich nicht. Deswegen sollten wir aufhören, den Grad der Behinderung von fremden Menschen selber einzuschätzen und uns irgendwie ja selber irgendwie so Grenzen zu setzen, so bis wann die Person das und das darf oder das und das nicht darf. Ich glaube, ich weiß das selber schon ganz gut. Und ich glaube, meine Ärztinnen wissen das auch ganz gut. Und ich weiß nicht, du bist weder mein Arzt noch mein Therapeut, also verstehe ich nicht genau, warum du denkst, dass du deine Erfahrung auf mich übertragen kannst oder auf alle anderen Menschen. Ja. Selbst wenn mein Leben einfach wäre, selbst wenn ich jetzt nicht sage, ich arbeite nicht und mein Leben ist total entspannt und einfach, ich würde mich null dafür schämen, weil es ist doch toll. Und wenn es dann mit Arbeit schwerer wäre, dann wäre es für mich voll okay, wenn ich sage, ich arbeite nicht und habe es halt etwas leichter, solange ich mir das leisten kann, solange das irgendwie möglich ist. Ich habe es ja schon gesagt, es geht im Leben nicht nur um Arbeit. Nicht jeder Mensch muss arbeiten. Das ist aus meiner Sicht eine sehr verblendete Sichtweise.